Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Wir haben mal wieder das 2. Ich würde fast sagen, dass es eine, ja, angenehme Abwechslung ist, mal wieder das 2 zu haben. Wir haben ständig nur andere coole Maps, ganz klar. Aber das 2 kann jetzt auch gerne mal wieder kommen. So, ich habe festgestellt, dass euch diese... was war das denn für ein Ultrahänger? Ich habe festgestellt, dass euch diese Podcasts, also so habe ich sie genannt, diese CSGO-Podcasts... Ach so. Sehr gut. Sehr gut gefallen. Sehr gut gefallen. Ich glaube, der ist clean. Ja, das sieht ganz brutal nach Cheaterei aus, mein Sohn. Ja, dieses CSGO-Podcast, wo ich über Dinge spreche, über CSGO-bezogene Dinge. Und ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mehr machen. Mir macht das auch ziemlich viel Spaß. Ich habe das früher schon machen wollen, zwar nicht zwingend mit CSGO, sondern an sich so mit den allen Bereichen des Lebens. Aber Counter-Strike ist ganz klar... oh mein Gott, was für ein Lockdown auch noch. CSGO ist ganz klar so euer Lieblingsthema, denke ich. Ihr könnt gerne noch weitere Vorschläge machen, also wozu ihr denn so einen weiteren Podcast haben wollt. Ich habe jetzt auch extra eine Playlist gemacht, damit ihr... wie ihr ihn anguckt! Willst du mich verarschen? damit ihr die Sachen leichter findet. Also die letzten 3 Themen habe ich da jetzt reingemacht. Also die Cheater-Sache. Cheater-Crawlen ist gleich behindert. Dann Smurfs ist gleich... was war's? Ist gleich Cheating. Und das letzte, die Low-Elo-Hölle. Das müsste jetzt gestern oder vorgestern online gegangen sein, das Video. In dem Moment, wo ich drüber spreche, ist es bereits hochgeladen und steht in den Startlöchern. Aber noch nicht. Es ist noch nicht veröffentlicht. Ja. Es macht schon echt Spaß, da so ein bisschen zu recherchieren und auch selbst in mich hineinzufühlen, in meine Vergangenheit und zu gucken, wie habe ich das empfunden, jetzt speziell diese Low-Elo-Hölle. Und das alles zusammenzuführen zu einem Gespräch, das macht schon echt Spaß. Also ganz kurz, Wallhack so 1 Trilliarde %, aber er lockt auch so ein bisschen, oder? Er lockt da so ein bisschen rein. Klar könnte man sagen, er aimt ja auch durch die Wand und kann die Spieler verfolgen, aber... Aber da ist noch ein Aimlock mit dabei, oder? Manche Sachen sind einfach zu flüssig. Wenn er dann genau im Fadenkreuz drauf ist und auch drauf bleibt. Jetzt im Moment nicht, aber ja. Seine Mates erkennen das und schießen ihn schon an und sagen wahrscheinlich, fuck G. Hat er jetzt gerade mit einem Offset, hat er gerade eben, kann man in seinem Aimbot, kann man da direkt den Offset einstellen auf Knopfdruck? Also, dass das Fadenkreuz, ich weiß, dass man ein Offset einstellen kann, dass das Fadenkreuz praktisch immer 2 Zentimeter links neben dem Kopf ist und nicht auf dem Kopf oder unter dem Kopf oder wie auch immer. Also man kann die Sachen ja so ganz speziell einstellen. Kann man das auf Knopfdruck machen? Es sah nämlich gerade so aus, als hätte er hat mit Absicht daneben geschossen. Eingestellt daneben geschossen sozusagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also den Bann hat er zu 100% sicher. Offset hin oder her. Was ein Bastard, ey. Krass. Und geht mal so kurz. Ja, das ist ultra gelockt. ja, also ihr könnt gerne weitere Themen vorschlagen, CSGO-Themen. Ich habe noch ein ganz kleines Repertoire an Themen parat, aber euch fallen da meist doch richtig krasse, weitere krasse Sachen ein. Hier muss man natürlich sagen, dass diverse Shots durch die Wand, also jetzt nicht bei ihm, aber dass diverse Shots durch diese Tür, meine ich, schon auch Default-Wallbang-Spots sind, um das nicht zu vergessen. Aber das, was er hier macht, ist natürlich total bescheuert. Da oben sind noch zwei Stück am T-Spawn. Er rennt jetzt auf B. Als wenn er nicht wüsste, wo sie sind, ne? Wo sind sie denn, mein Gott? Spielen die da oben gerade? Guck mal, die... Ich dachte kurz, die spielen jetzt Fußball oder sowas. Weil sie mitfühlen mit den Tees, weil sie so einen Bastard hier im Team haben. Das Hillsback. Wie sehen eigentlich seine Stats aus? Aha. 12-9. Also von den Stats her, wenn man jetzt rein die Stats betrachten wollen würde, wäre das jetzt nicht auffällig, aber... Aber sein Spielverhalten ist sehr auffällig, ja. Ach ja, so ein Wall-Hack. Das ist ein Gauner, oder? Es gibt viele Wall-Hacker, die den Wall-Hack so ganz vorsichtig benutzen, so nebenbei, dieses Legit-Hacking und sowas. Ich glaube, das geht mit Wall-Hack fast am besten, Legit zu hacken, also so zu hacken, dass es so gut wie niemand merkt, dass es aussieht, als wäre er eben einfach nur gut und hätte gutes Gehör, gute Game-Sense und so. Aber das ist einer, der hier einfach... Der reißt es voll rein. Der ist sich doch bestimmt im Klaren, dass er gebannt wird. Also, das kann mir keiner erzählen, dass er sich denkt, hoffentlich entdeckt mich keiner. Wahrscheinlich merkt das keiner, was ich hier mache. Nee, das geht nicht. Das kann nicht sein. Mal gucken, ob er sich den letzten jetzt auch noch snackt, der da oben rumsteht. Achtung, 3, 2, 1. Oh!
sogar mit Ansage, mein Freund. Spiel ein bisschen Fußball. Na. Na. Ja. Ja, also eigentlich ist das Overwatch hier gelaufen, also zumindest was die Einschätzung angeht. Guck mal, die haben schon einen Bot. Weil sie einfach innerlich aufgeben, wie viel Bötteriche haben sie. Okay, den einen nur. Das ist halt echt scheiße, wenn du wirklich so ein Hardcore-obvious Mensch hast. Also, ich denke, hier kann man als CT, also als Gegenspieler, oder vorhin eben als T, ziemlich bestimmt sagen, dass er cheatet. Das ist so ein Fall, das merkt man höchstwahrscheinlich auch in-game schon, dass da was im Busch ist. Ich gebe ihm mal beides, weil er manchmal echt hart gelockt hat, wobei der Division Assist so oder so durchgeht und er den Bann des Todes bekommt. Krasser Elefantenscheiß. Das hat wirklich, ich habe gerade voll auf den Bildschirm gespuckt, das hat wirklich reingehauen. Und wisst ihr was? Für alle, die es noch durchgehalten haben, gibt es noch eine Kleinigkeit zu schnuckern. Wartet mal. Hier, letztens habe ich doch, was habe ich da bei dem Ding? Ach Gott. Bei dem Case-Opening auf dieser Seite. Wo sind denn die Sachen? Hey! Hier war es, oder? War es nicht eine davon? Genau, die Tsunami. Heute gehen dann alle, die noch da sind, geht Folgendes raus. Und zwar diese P250 Wingshot mit diesen zwei Stickerles drauf. Und ihr schreibt einfach in die Kommentare, am besten so, dass es keiner merkt, Folgendes. Wartet kurz. Letztes Mal habe ich euch gefragt, letztes Mal solltet ihr schreiben, wie es euch geht. Und heute schreibt ihr, wie das Wetter so war. Okay, aber so ganz beiläufig. Nicht, dass es jemand merkt, der nur ein bisschen reingeguckt hat, okay? Gut. Alle hopp, man sieht sich. Ciao, ciao.